MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Fernbus Simulator. Und zwar heute Fernbus Simulator Reloaded. Ja, in einer neuen Auflage. Wir haben heute einige neue DLCs am Start. Denn ich habe jetzt die Platinum Edition, diese ganz tolle neue Version, die man für 40 Euro kaufen kann. Ich habe sie von einem Let's Player-Kollegen bekommen, auf jeden Fall vielen Dank. Das heißt, ich habe eigentlich alle DLCs, die man jetzt so haben kann für einen Fernbus-Simulator. Und ja, weil ich halt die Version bekommen habe, habe ich mir gedacht, ja komm, gibst du dem Spiel mal eine Chance und guckst dir das Ganze nochmal an. Eigentlich habe ich mit dem Spiel ja schon abgeschlossen, aber wir gucken es halt heute mal an. Also das erste, was wir haben, ist das neue DLC Comfort Class HD. Ja, von Setra. Wir fahren heute mit dem Setra Comfort Class S 519 HD. Auch mit Setra-Schriftzug, wie man hier sieht, habe ich mir runtergeladen im Workshop. Normalerweise ist nämlich keine Setra-Lizenz mit dabei, sagt naja, noch was zu. Ja, wir befinden uns hier gerade in Stralsund. Ich meine, man erkennt das ja gut an der Brücke vielleicht, aber ansonsten erkennt man es ja eigentlich nicht. Ja, und wir gucken uns den Bus heute mal an. Mit dabei ist auch das Multimedia-DLC und wir fahren heute nach Usedom, das heißt auch das Usedom-DLC ist auch mit dabei. So. Da machen wir mal Zielanzeige. Wir fahren nach Albeck über Stadt Usedom. Schmeißen die Elektrik an. Dann würde ich als erstes mal sagen, schalten wir mal das Radio an. So, kleiner Spaß, ne? Radio schaltet man natürlich hier an. Das heißt, hier dreht man, muss man aufdrehen. Und dann kommt krasse Mucke. So. Original lizenzierte Titel. Ich glaube 6 Euro oder so kostet der Spaß. Der Bus kostet auf jeden Fall 12 Euro. Also mal wieder ein, ich finde, sehr teurer Preis. Okay, hier draußen hat man da kein Radio mehr. So, machen wir hier mal die Klappen auf. Da ist schon Gepäck drin, hat wohl einer vergessen bei der letzten Fahrt. Guckt mich jetzt aber auch gar nicht. Also so sieht der Bus aus. Also vom Modell her ist er natürlich ganz schick, ne? Ob einem das natürlich 12 Euro wert ist, ist dann halt eine andere Sache. So, mir wäre es keine 12 Euro wert gewesen. Gut, dann locken wir uns ein in unser... Ich muss gucken, ob ich hier überhaupt noch klarkomme mit dem Spiel. Ich habe das ewig nicht gespielt. 10 Leutchen haben wir hier. So, du sprichst gar nicht, das ist auch schon mal nicht schlecht. Du auch nicht. Du möchtest nach Usedom? Nach Stadt Usedom wohlgemerkt. Interessant, dass die Leute jetzt hier alle so verschwiegen sind. Übrigens, ihr seht, der Busbahnhof hier in Stralsund wurde neu gemacht. Weil hier früher gab es immer so Probleme, dass man da von der Route abgewichen ist und so weiter. So. Fehlen noch ein paar Leute hier, komm. Boah, Alter, die Fresse. Er ist auch ein lässiger Zocker hier. So, und du möchtest nach Usedom? Die wollen alle gar nicht nach Albeck, das ist komisch. Nee, Digga, ich will kurz... Also er wäre dann... Er wäre nicht der Letzte. Also einen muss ich dann noch aufnehmen. Ihn hier. Boah, die Brille, ey. So. Machen wir zu und gehen mal ausnahmsweise hinten rein. Geiler Sound auf jeden Fall. Boah, hier läuft die Mucke. Die Sitze sehen nice aus. Da steht Setra. Ja, ist ein schöner Bus, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir können auch mal mit dem Skyliner fahren, wenn ihr wollt. Also ich werde wieder Umfragen haben. Einmal werdet ihr euch dieses oder werdet ihr euch dieses oder ihr schreibt in die Kommentare am besten, welche DLCs ihr euch so holt. Für das Spiel. Und die andere Frage in der Umfrage, in der Infokarte ist, ob ihr dieses Spiel überhaupt noch spielt. Weil eigentlich habe ich den Eindruck, dass das keiner mehr spielt, so wirklich. Wir schmeißen mal Motor dann an.
So, da ich aber gerne noch mein eigenes Wort verstehen möchte, werde ich jetzt mal wieder ein bisschen leiser drehen. Man kann das Ding übrigens nicht ausschalten, nur irgendwie komplett leise drehen, ne? Sprich lautlos stellen. Aber es gibt jetzt irgendwie keinen Knopf an der Tastatur, wo ihr das denn... wo ihr das ausschalten könnt. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob man hier auch die Klimaanlage, die kann man nicht so wie beim Lions Coach einstellen. Das ist hier so. Hier kannst du halt wirklich hier einstellen. Machen wir jetzt aber nicht. Normalniveau, Lifting, WLAN, Ansage. Das ist nur auch wieder nicht neu. Oh ja. Dann fahren wir dieses krasse Ding mal noch raus hier. Straße und Albeck. PC natürlich. Ist das geil. Fahrerlicht. Aber brauchen wir nicht, ne? Freigabe. Ey, das ist echt cool. Also so viel, so detailliert auf jeden Fall, ne? Das ist nicht schlecht. Gut, dann wollen wir nochmal weiter gucken hier. Ich glaube hier. Wartet. Da war doch was. Ne, nur da, okay. Wie kann man hier, ja, noch hier so coole Sachen machen? Sollen, hallo. Oh ja, sieht jetzt auch nicht so krass aus, ne? Wir werden mal ohne fahren. Ich fahre zum ersten Mal mit dem Bus jetzt. Fahrerfenster. Achso, das gibt's zweimal. Ah, okay. Dann bin ich mal gespannt, ob das hier wieder den Spiegel verdeckt. Ja, so ein bisschen, ne? Man wieder nicht dazugelernt, ey. Weil beim Lions Coach ist es ja besonders schlimm gewesen. Ja, was fehlt? Natürlich fehlt eine Lizenz, ne? Also hier. Das sieht echt nicht so geil aus, ne? Irgendwie stand. Die Sitzposition wäre falsch gewesen, hat einer mir geschrieben. Aber ansonsten, ich bin vorhin tatsächlich noch mal eine kleine Probefahrt gefahren. Da hat mir der Bus eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Aber hier, die Lizenz fehlt eindeutig. Man bezahlt ja auch eine Menge Geld für den Bus eigentlich, um eine Lizenz zu bekommen. Ist meine Meinung jedenfalls dazu. So, fäschern wir uns noch raus. Ich finde das immer noch ein bisschen laut. Weiß nicht, wie es dann auf YouTube ist, aber... Man hat mal nur. Achso, guckt euch das mal von hinten an. Das sieht auch echt ganz nice aus. Hier. Echt schön. So, wo muss ich denn? Okay, ich muss einmal hier noch eine Runde drehen. Ansage hatte ich ja schon mal kurz abgespielt. Was ist das komisch zu fahren hier? Ist das komisch? Die Spiegel gefallen mir übrigens, also die sehen echt gut aus. So, das ist. So guckt man rauf, naja. Ich habe übrigens neulich mal dieses Trailer-Lied vom Fernbus-Simulator, ne, was auch im Menü abgespielt wird. Das habe ich in irgendeinem Werbespot neulich gesehen. Ach ja. Beziehungsweise gehört, ne? In so einer Weihnachtswerbung, glaube ich. Keine Ahnung, ob man sich die Titel auch selber hinzufügen kann. Also ich finde das Multimedia-DLC finde ich eigentlich unnötig. Also mir hätte das besser gefallen, wenn man das wie im Eurotruck-Simulator gemacht hätte. Dass man da selber Titel einfügen kann, dass man... Radio selber, dass es halt reale Radiokanäle gibt, die man da auswählen kann. Hätte man auch nicht eben Geld für lizenzierte Titel ausgeben müssen.
letzten Endes habe ich das immer so im Euro Truck Simulator und auch, gut, bei OMSI eher weniger, aber auch hier im Fernbus Simulator. Mache ich einfach Spotify im Hintergrund an, stell da die optimale Lautstärke ein und kann ich da auch die Musik hören, die ich will. Ne? Also weiß ich nicht, ich glaube auch nicht, dass ich das gut verkaufen würde, das Multimedia-DLC. Der Bus ist echt schön, aber eben so ein paar Sachen, eine Lizenz wäre nicht schön, wäre schön, wäre nicht schlecht, ja. Haben sie ja gesagt, ja, Reloaded, Fernbus-Simulator Reloaded. Wenn so ein Reloaded, sowas, ne, sowas ist immer ein Zeichen, dass irgendwie nochmal Geld gemacht werden muss. Das ist meistens so, dass irgendwie nochmal an Mann gebracht werden soll, das Spiel. Ich weiß auch nicht, was hier ein Reloaded ist. Es ist nach wie vor das gleiche Spiel. Ja toll, es sind ein paar DLCs erschienen. Ist ja nichts Reloaded, ne? Ich glaube, eine neue Unreal Engine Version noch, aber mehr auch nicht. Verstehe auch nicht, warum man sich da noch irgendwie mit dem Spiel befasst. Man könnte jetzt so schon der Bass in Ruhe weiterentwickeln. Weil ich glaube, mit Fernbus Simulator, wir hatten unseren Spaß damals gehabt. Das sind noch schon ewig draußen. Gronkh hatte seinen Spaß. Paluten hatte seinen Spaß, aber irgendwann ist auch mal genug. Und das ist auch so ein bisschen, ja, als lustiges Spiel eingegangen in die Geschichte. Eben gerade durch die Videos von Gronkh und Paluten. Ja. Zum Beispiel, ne, Sturmwaffel auch, ne. Ey, der Kreisverkehr, ne, das hatten wir den letzten Mal auch schon. Was auffällt auf jeden Fall, also er zieht gar nicht so. Diese Steigung ist locker auch richtig unrealistisch. Also letztes Mal hatte ich ja gefragt, ob Leute aus Stralsund irgendwie zuschauen, die haben geschrieben, oder Leute, die Stralsund kennen, haben geschrieben, ja, sieht einigermaßen realistisch aus. Ein Blick auf die Straßen von Mittelerde, auf der A20 Richtung Hamburg. Das ist auch zum Beispiel auch diese hier, ne, das geht niemals in Realität so steil runter. Ja, nach Sedin. Nein, der fahren wir gar nicht hin, aber trotzdem. Auf der rechten Fahrspur besteht Gefahr durch ein großes Paket auf der Fahrbahn. Wer schmeißt denn sowas weg? Ja, der hier spricht, das ist der Chef von TML. Jetzt fahren wir hier die B96, okay. Also ich kenne Stralsund auch, so ist es nicht. Mach ich auch schon mal. Aber ich könnte mir jetzt kein Urteil hier bilden. Also ich könnte jetzt nicht sagen, sieht realistisch aus oder nicht. Anders dann auf Usedom, da werde ich einiges kritisieren wahrscheinlich. Mal gucken. Kenne ich nämlich ein bisschen besser. Aber der Sound ist wirklich gut. Muss ich mal kurz durchschalten, vielleicht kriegen wir eine... Diese hier. Wenn man solche Busmodelle sieht, kann man sich schon auf der Bus freuen, glaube ich. Also, wenn die da mit dieser Qualität weiterarbeiten, gefällt mir. Nur mich wundert, also. Ja, die Fahrgäste sprechen nicht. Habe ich das irgendwie im Moment mal? Dialoge, alles eingestellt hier. So, aber die Leute sprechen nicht mit mir. Meckern auch nicht, naja. Na, also Modding-Tools vermisse ich noch. Sollte auch kommen, ist noch gar nicht draußen. So, jetzt ist das Radio abgeraucht, oder was? Okay. Empfang oder was? Ah, jetzt ist wieder da. Hier schwebt was in der Luft, habt ihr gesehen, ne?
Ich meine, ich habe ja gefragt, ob sie mir das geben, ne? Ob sie mir Usedom geben. Ich wusste, Usedom wird kostenlos sein. Gefragt, ja, Mensch, könnt ihr mir das schon ein bisschen eher geben? Ich teste das für euch, aber... Haben sie erst geschrieben, ja, und dann haben sie mir keine Antwort mehr gegeben. Denke mir so, okay, Digga. Läuft bei euch, ne? Und nur ein nettes Angebot. Aber gut, ich meine, das heutige Video, vielleicht sehen sie ja zu und verändern noch ein bisschen was danach. Also langsam, irgendwann könnte man auch mal aufhören mit dem Fernbus-Simulator, ja? Den weiterzuentwickeln. Irgendwann sollte man sich dann auch wirklich nur noch auf den Bus konzentrieren. Damit der Bus auch wirklich gut wird. Und zwar besser als Lotus. Ich denke mal, das würde das Ziel sein von der Bus. Besser als Lotus zu werden. Ich habe übrigens eine 450 Grad Lenkung eingestellt. Das sollte also auch bei euch, wenn ihr das Driving Force GT habt, dann sollte das auch bei euch wahrscheinlich die beste Variante sein. Mit 900 Grad funktioniert das nämlich nicht ganz so gut. Die Titel sind alle No-Name, ne, die wir hören. Also das soll jetzt hier so ein bisschen Hip-Hop wahrscheinlich sein, keine Ahnung. Jo, sagt er so die Uhrzeit durch. Das ist schön gemacht. Der Stralsund hat uns ja schon mal angeguckt, hatte ich ja gesagt, ne. Ich meine jetzt ja 20, also Richtung Usedom. Ich gucke mal so ein bisschen, ob das realistisch ist hier. Hier geht's zum Flughafen. Zum Flughafen Tegel oder was? Also, was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Weil das glaube ich ja wohl nicht, dass in der Realität hier schon Tegel ausgeschildert ist. Oder weiß ich nicht, Schönefeld kann auch sein. Wollen wir das Usedom jetzt abbiegen? Oder abfahren? Sollen wir aber laut Navi nicht. Okay. Weil man könnte theoretisch... Es gibt zwei Möglichkeiten auch hier im Spiel. Einmal über Anklam und einmal über... Wolgas auf die Insel zu fahren. Das Navi schickt uns logischerweise über... Über Anklam. Weil wir Usedom Stadt anfahren. Ansonsten, ihr könnt gerne schreiben, wie ihr das so findet hier, diese ganzen neuen Sachen. Also die Bremssounds sind wirklich richtig geil. Die Bremssounds sind richtig geil. Erinnert mich auch so ein bisschen an meine Fernbusreisen, ne? Gut, ich meine, ich könnte auch Spotify im Hintergrund laufen lassen, ne? Wie gesagt, also so krass ist das jetzt eigentlich nicht. Der Spiegel sieht auch interessant aus, ne? Guckt euch das mal an hier. Ich werde dann den Skyline auch nochmal fahren. Vielleicht auch im Video, je nachdem wie gut das hier ankommt. Wie ihr Interesse habt. So, was steht da? Anklam. Aha. Sind also richtig. Ich
Weiß auch gar nicht, ob das jetzt noch weitergeht mit dem Fernbus-Simulator. Was da noch kommt an DLCs. Vielleicht kommt ja noch ein VDL. Ich glaube, ich habe das mal gehört, dass auch ein VDL entwickelt werden soll. VDL-Reisebus. Wenn man da eine Lizenz kriegt, wäre das natürlich geil. Aber ich finde, wenn man schon Payware rausgibt, ne, und vor allem ist das überhaupt nicht billig, 12 Euro für einen Bus. Auf keinen Fall, vor allem, weil das Spiel auch echt nicht gut ist eigentlich, ne. Sollte man ja vorsichtigere Preise machen, aber haben sie nun nicht. Und dann darf man eigentlich schon eine Lizenz erwarten, ne. So, Usedom. Normalerweise müsste man Insel Usedom hinschreiben. Übrigens, das hier könnte tatsächlich die Zuckerfabrik sein. Auch wenn wir eigentlich gar nicht in Anklam sind hier, oder Anklam wurde ja gar nicht nachgebaut, aber das könnte tatsächlich die Zuckerfabrik hier sein. Albeck, Usedom, Wolgast. Alles klar. Ich glaube zwar nicht, dass da Albeck in der Realität steht, aber okay. Weil das halt das Fernbus-Simulator Ziel ist, ne? Aber keine Ahnung, ob wirklich ganzjährig die Fernbusse nach Usedom fahren. Eigentlich ist das ja mehr nur eine Sommerlinie, Saisonlinie. Also auch nicht von Stralsund, sondern ich glaube aus Berlin. Aber man versucht wirklich mit dem Multimedia-DLC ein bisschen Leben hier reinzubringen. Das war ja sonst immer relativ langweilig für Euro Truck Simulator. Aber dass die Fahrgäste nicht meckern, ist komisch. Das überrascht mich. Negativ. Das hatte ich eigentlich noch nie. Aber ich sage, dieses Spiel ist halt alles andere als fehlerfrei. So, aber dann, wenn er da schön ist. Das ist doch nicht ernsthaft jetzt die Brücke hier in der Hose dann. Doch, das ist sie. Die ist ja sogar gar nicht mal so schlecht nachgestellt. Ja, die ist sogar recht originalgetreu hier. Denkt dran, das ist hier noch. Guck doch mal, das ist echt schön gemacht. Das ist nämlich nicht diese blaue Brücke, die auch nach Rügen steht hier in dem Spiel. Die steht nämlich in Wolgast, aber sieht in der Realität ja auch so ähnlich aus. Das weiß man, ne? Wenn man auf Fuß nochmal Urlaub gemacht hat, kennt man die Brücken eigentlich. Ja, und damit sind wir schon auf der Insel Usedom. Könnte man auch so ein Schild hinstellen, ne? Willkommen auf der Insel Usedom oder so. So, Stadt Usedom. Das sieht echt schön aus. Guck dir das mal an. Gefällt mir. Zentrum. Ja, wahrscheinlich, ne? Riesenmetropole hier. Boah, der Typ nervt echt, ne? Also einmal ist er viel zu leise, andererseits ist er wie in der Realität auch, den nerven solche Typen einfach nur, die da arbeiten, ne?
Also wer schon mal Usedom am Start war, gerne schreibt es in die Kommentare, ob das realistisch aussieht. Nur mal kurz angemerkt, die Performance ist sehr geil. Die ist überragend, so gut weiß ich eigentlich noch nie. Es macht richtig Spaß, wirklich. So. So, setz dich mal wieder hin. Mach die scheiß Türen auf und dann. So. Also, 7 Leute. So, ihr wollt nochmal schnell nach Albeck hier? Die Entfernung wäre, glaube ich, in der Realität viel zu kurz, um überhaupt, dass es erlaubt wäre, hier Leute mitzunehmen. Gibt es ja irgendwie auch ein Gesetz. Wo wird das mal hier noch was? So, jetzt noch 2 Leute. Junge, gib mir das auf den Sack, hier komm, du bist das. Du möchtest nach Albeck. Gerne doch. Seebad Albeck. So. Da alle da sind, können wir losfahren. Also Fazit zum Bus. Richtig geil. Okay. Fährt sich sehr gut. Besser als der MAN. Wie sich der Skyliner so verhält, muss ich erst testen. Aber ob das nur wirklich 12 Euro wert ist, ne? Das lasse ich jetzt mal dahin gestellt, ne? Da das alles relativ eng gebaut wurde, stockt der Verkehr hier auch so ein bisschen. So, machen wir nochmal eine Ansage hier. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Man sollte auch vielleicht erwähnen, weil dass man für jeden Bus hier nochmal alles neu einstellen muss. Also auf dem Lenkrad zum Beispiel muss ich die Türen, Knöpfe jedes Mal für jeden Bus muss ich die neu einstellen. Ach, guck mal, die Tasten hier habe ich noch gar nicht. Ah, bin gerade zufällig drauf gekommen. Flixbus geht mir in den letzten Tagen auch richtig auf den Sack mit ihren scheiß Adventstickets, ey, da habe ich jeden Tag eine E-Mail von denen. Aber ich finde, dass sich Flixbus gar nicht mehr so. Dass Flixbus gar nicht so billig ist oder so viel billiger als Deutsche Bahn. Weil wenn du halt. Also früher war es so, du hast halt richtig viel gespart im Gegensatz zur Bahn. Hast aber natürlich auch einen schlechteren Fahrgastkomfort und bist viel länger unterwegs gewesen. Und jetzt ist es so, ja, die Bahn, die ist halt ein bisschen teurer meistens. Ja, was interessiert mich München denn? Also entweder machst du hier so einen regionalen Sender rein, der dir auch nur die hier aus der Region die Verkehrsmeldung bringt. Es gibt keinen Radiosender, der deutschlandweit hier alle Verkehrsmeldungen vorliest. In der Realität. Dann sitzt er ja morgen früh noch da, wenn er da einmal anfängt. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Energy. Energy Berlin, Energy Bremen, Energy Hamburg. Und dann eben auch nur immer die Verkehrsmeldung von der jeweiligen Stadt durchgesagt werden. Na, aber man kann mittlerweile. Mit der Bahn ein bisschen teurer ist es dann, aber meistens bist du viel schneller da. Also lohnt sich dann doch eher mit der Bahn zu fahren. Wenn sie dann mal zuverlässig ist natürlich. Allerdings sind Flixbusse natürlich auch nicht immer zuverlässig, muss man auch sagen. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das mit Locomora noch entwickelt. Das könnte auch interessant werden. Ja, also vielleicht nochmal ein bisschen was, ob man hier sagen kann, ja realistisch oder so. Ich glaube, du kannst eigentlich fast nirgendwo sagen realistisch, außer in den Städten selber. Weil das eben auch nur Maßstab 1 zu 10 ist.
Meinetwegen können wir auch nochmal die Strecke über Wolgas zurückfahren, das nächste Mal, wenn Bedarf da ist. Aber nicht, ich meine, das ist ja eine Landstraße, ja super. Ich kann auch nicht sagen, ob jeder Baum jetzt hier richtig ist, aber... Normalerweise fährst du auch an einem Flughafen noch vorbei, nehmen wir am Flughafen hier. Es ist übrigens richtig, dass man erst in Alberg rauskommt, wenn man die Strecke fährt. Alberg ist auch die letzte, oder Alberg ist das letzte Kaff eigentlich, was noch, das letzte Seebad, was noch in Deutschland liegt. So, ne, und dann geht's halt gleich rüber zur polnischen Grenze. Bahnübergang, ja, wenn hier auch noch ein Zug kommen würde, ne? Ja, jetzt mal ohne Witz, ne? Dieser Bahnübergang ist tatsächlich realistisch. Das ist ohne Witz, ey. Ja, rechts geht's nach Polen. Links geht's dann nach Wolgast. Was ist hier los? So, Wolgast-Bückeritz. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo ein Eibeck und wo ein Fernbushaltestelle ist. Ich hätte jetzt gedacht am Bahnhof, aber der ist jetzt so hier nicht dargestellt. Auch hier darf man nicht vergessen, ne? Eibeck ist ein ganz, ganz kleines Kaff. Und wenn man da den Maßstab 1 zu 10 nimmt, ja gut, dann ist klar, dass hier noch ein paar Häuser stehen im Spiel, ne? Denke ich mal logisch. Aber ich bin, muss ich heute sagen, positiv überrascht. Das Spiel läuft richtig gut. In Sachen Performance. Der Bus ist recht okay, aber überteuert. KI, naja, ne? Besser als Omsi zumindest. Leichter Unfall? Was ist hier los? Ja, dann fahr doch zu! Stück Scheiße, Alter. Oder was noch cool gewesen wäre, wenn man die Seebrücke in Albeck mal hier dargestellt hätte. Das ist ja auch so ein Wahrzeichen. Und nicht hier mitten an der Straße so. Naja. Dann müsste halt nach Sedin fahren, ne? Keine Ahnung. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich mich zurückgesetzt. Ja, gut. Ich habe nämlich hier Backspace habe ich gedrückt. Das war früher bei mir immer die Feststellbremse. So. Aussteigen bitte. Die andere Klappe auch noch auf. So sieht das aus mit unserem Setra. Vielleicht nehmen wir auch das als Thumbnail. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir noch. Sieht auf jeden Fall lässig aus. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in die Auswertung. Ich habe die auch schon mal vergessen. Die habe ich dann hinten reingeschüttet und hat auch keiner gemerkt. Hier, diese Mucke, glaube ich, oder? Ne, das war eine andere. Ui, alles in Ordnung. Nur einmal ein Unfall. Ansonsten. Sicherheitsabstand und so weiter. Das ist hier, glaube ich, ne? Hier. Ach, null mal. Sonst habe ich andauernd hier so einen Scheiß gehabt. Ja, ist okay. Ist okay, Digga. Also heute hat es wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird auch in Zukunft Spaß machen. Wieder hier im Fernbus-Simulator unterwegs zu sein. Wenn ihr Bock habt, wenn es gut bei euch ankommt, dann auch wieder auf dem Kanal. Fernbus-Simulator reloaded. Und diese Mucke, die ballert auch so mies, ne? Junge, Junge, Junge. Das war bestimmt die teuerste Lizenz, Alter. So eine krasse Mucke. Und vor allem so laut auch. Aber man versteht mich dann noch. Also ich würde zum Abschluss jeder Fernbus-Simulator-Folge gehört dazu, dass ich in die Rangliste reingucke. So, wenn das jetzt hier aber noch 10 Stunden dauert, ja gut. Dann
müssen wir das lassen. Keine Ahnung. Da kann ich nämlich auch mal gucken, wo ihr so seid. Ja? Bei Steam, ihr könnt mich gerne bei Steam adden. Und so viel auch zum Thema Ladezeiten. Sind optimiert worden. Als ich das Spiel das erste Mal heute geladen habe, die Simulation laden wollte, dann kam nicht zum Ziel. Habe ich abgebrochen mit dem Taskmanager. Spiel neu gestartet, Situation geladen, zack, und fertig war er nach ein paar Sekunden. Also da ging es dann ganz schnell. Was kann doch nicht... Kann doch nicht 100 Jahre dauern, bis die scheiß Liste geladen wird. So, wie man sieht, hier passiert wohl nichts mehr. Lassen wir es sein, dann merken wir uns, wir sind auf Platz 2381. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zum Fernbus-Simulator. Reloaded. Bis dahin. Bleibt stabil, haut rein. Ciao, ciao.